Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt hier in Jurassic World Evolution auf meinem Kanal. Und ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen, ich glaube vor 4, 5 Tagen, eine Abstimmung auf meinem Kanal gemacht, was für einen Park wir denn bauen wollen. Und es war auf jeden Fall ein Sandpark, also entweder ein Strandpark oder ein Wüstenpark. Und ihr habt mit sage und schreibe 1635 Stimmen, was ich echt mega viel finde. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig gewotet habt. Euch für den Wüstenpark entschieden. Mit 71% hat der Wüstenpark gegen den Strandpark gewonnen. Der hatte 29%. Und ich freue mich schon auf den Wüstenpark. Aber ich kann schon mal sagen, ich glaube, der Wüstenpark wird eine ganze Nummer schwieriger als der Strandpark. Aber die Herausforderungen nehmen wir gerne an, natürlich. Ihr habt auch schon einige Hinweise und Tipps geschrieben. Unter anderem, ich soll ja Oasen bauen. Werde ich sowieso tun, aber Dankeschön trotzdem für den Tipp. Dann habt ihr mir noch ein paar Dinosaurier in die Kommentare unter der Abstimmung geschrieben. Welche denn gut in einen Wüstenpark passen? Zum Beispiel Raptoren, Allos, Hyangosaurus, Diplodocus und Spinosaurus. Falls ihr noch weitere Dinosaurier kennt, die damals in der Wüste gelebt haben oder sowas, könnt ihr die auch ganz gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Und ihr habt geschrieben, dass ich darauf achten soll, bei den Dinosauriern Wüstenmustergene zu nehmen. Also bei dem Skin, dass ich einen Wüstenskin nehme. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee. Und bevor wir jetzt hier anfangen mit dem Bauen, müssen wir nochmal eben einige Probleme ansprechen, die uns bevorstehen. Und zwar das Hauptproblem, das sieht man hier sicherlich schon. Also ihr habt ja schon gesehen, ich habe hier das Land erstmal begradigt, damit wir vernünftig bauen können. Und alles mit Sand ausgestattet. Also perfekte Voraussetzung eigentlich. Aber das erste Hauptproblem, was wir haben werden, was mich super stören wird und was alles super schwierig machen wird, ist einfach, dass man bei Gebäuden immer diesen Grasrand hat. Das sieht total scheiße aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach so einen Weg durch den Sand bauen möchte, zeige ich euch mal, wie das aussieht. Sieht halt total bescheuert aus. Also, da müssen wir uns halt irgendwas überlegen, wie wir das besser machen. Ihr seht ja hier immer diesen Grasrand. Das ist halt echt doof. Man muss dann hier echt so ein bisschen, wenn man sowas baut, muss man echt dann so einen kleinen Übergang schaffen zwischen Gras und Sand, dass es ein bisschen realistischer und so aussieht. Aber es ist halt echt doof, dass man den Weg und Gebäude nicht direkt auf Sand sozusagen bauen kann. Dass man immer diesen Rand hat. Es ist auch egal, welches Gebäude ich jetzt hier zum Beispiel nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel... ich zeige euch gleich ein gutes Beispiel, was auch nochmal ein Problem ist. Zum Beispiel hier die Jurassic Tour nehme ich mal. Platzieren wir jetzt mal hier hin. Und jetzt seht ihr schon gleich, da... Oh, haben wir hier gar keinen? Oh, Leute. Ich glaube, wir haben hier gar keinen Grasrand. Warum? Das verwirrt mich jetzt. Ich dachte eigentlich, man hat bei jedem Gebäude einen Grasrand. Ich platziere mal nochmal ein anderes Gebäude. Da seht ihr, hier haben wir den Grasrand. Okay, das wusste ich nicht. Das heißt, einige Gebäude haben das, einige nicht. Oder wie kann ich das verstehen? Also hier haben wir wieder diesen blöden Grasrand, der echt doof aussieht. Und hier vorne scheinen wir den nicht zu haben. Wir warten mal, bis das Gebäude fertig ist. Ich probiere nochmal ein paar andere Gebäude aus. Vielleicht ist das auch nur bei den neuen Gebäuden nicht der Fall. Wir probieren es mal hier mit dem Gewächshaus aus. Das ist ja auch eins der neuen Gebäude. Nee, das hat auch wieder einen Grasrand. Sogar einen ziemlich großen. Also das ist halt echt doof, ne? Weil ihr seht schon, wenn man so einen Trakt baut, das sieht halt total blöd aus. Dass da immer dieses blöde Gras ist. Verwirrt mich aber jetzt gerade, dass diese Station das hier zum Beispiel nicht so extrem hat. Aber das... Ah doch, hat sie doch. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Das hat man nur nicht gesehen, weil das viel kleiner ist. Aber ihr seht, glaube ich, was ich meine, ne? Also, das wird wirklich schwierig. Ich habe da schon so eine, ja, so eine Lösung, die wir vielleicht machen können, um das Ganze zu umgehen. Aber ob das dann im Endeffekt so cool aussieht, das weiß ich halt auch nicht. Kommen wir zum nächsten Problem. Ich habe mir dann überlegt, also als Lösung, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass man eventuell wieder so einen kleinen Wildlife-Park macht. Das heißt, man macht so ein paar Besucherbereiche, zum Beispiel hier, da mit einer, wie ist denn das mit so einer Einschienenbahn? Das müssen wir auch mal eben testen. Wir müssen jetzt erstmal in dieser Folge auf jeden Fall viel ausprobieren, weil ich mit dem Sand halt auch noch nicht viel gearbeitet habe. Wie ist denn das, wenn man hier eine Strecke baut? Oh Gott, da ist auch Rasen. Oh mein Gott. Das ist ja super annoying. Bei jeder Säule ist Rasen. Schaut euch das an. Das ist ja super doof. Ich dachte wenigstens mit diesen Säulen kann ich hier langfahren. Ich hatte nämlich die Idee, dass wir dann eventuell so einen Wildlife-Park wieder machen. In Wüstenform. Weil dann machen wir uns nicht immer mit ständigen Wegen und so. Weil wenn wir jetzt hier überall Wege bauen würden und dann Gehege bauen, dann würde einfach überall dieser Grasrand sein. Und der stört mich einfach.
Deswegen dachte ich, so ein Wildlife-Park, damit können wir das so ein bisschen umgehen zumindest, weil man dann nur bestimmte Stellen hat, wo der Rasen ist. Weil ihr seht ja schon, das sieht echt doof aus, ne? Also es nimmt halt echt die Wüstenoptik. Gleiche Problem hat man mit Zäunen, was auch nochmal ein super großes Problem ist, weil ihr seht ja, der Zaun, der macht auch diesen Grasrand. Und deswegen wollte ich halt ein Wildlife-Park sozusagen bauen, dass wir möglichst wenig Zäune und so haben und nur so am Rand Zäune haben. Dann sieht man das nämlich nicht so krass, weil ich finde einfach, dass die Sand- und Wüstenoptik total verloren geht hier. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass das hier so blöd ist. Eine andere blöde Sache ist auch, wenn man hier eine Strecke macht. Kann ich euch mal zeigen. Da hat man genau das gleiche Problem. Und ja, das sind alles Sachen, da müssen wir uns irgendwie eine Lösung für einfallen lassen. Ist meiner Meinung nach total schlecht und blöd programmiert, muss man einfach sagen. Also, dass da immer... Guckt euch das mal an, wie das von oben aussieht. Total bescheuert. Also, eieiei. Es ist halt schwierig. Man muss halt wirklich dann mega viel mit Rasen arbeiten. Und gerade in so einem Wüstenpark will man ja so wenig Gras wie möglich machen und nur so einige Oasen. Ich meine, wenn man das jetzt hier so den Übergang macht, dann sieht das ja einigermaßen gut aus. Sieht aber trotzdem komisch aus. Wenn da überall immer so ein... Ja, vielleicht kann man hier nicht Gras nehmen, sondern das hier. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, ihr könnt verstehen, was ich meine, was echt problematisch wird. Weil es sieht halt einfach nicht so nice aus. Und dass jetzt hier auch noch die Säulen und sowas auch haben, macht das Ganze nicht gerade einfacher für mich. Ich habe noch ein großes Problem gehabt. Und zwar... Was war denn das? Ach so, genau. Die Deko-Elemente. Also ihr hattet ja die Wahl zwischen einem Beachpark, also einem Strandpark, und einem Wüstenpark. Und die Deko-Elemente sind natürlich für einen Strandpark viel, viel besser geeignet als für einen Wüstenpark. Weil so Palmen und so sind ja jetzt nicht unbedingt Wüste. Vielleicht bei so einer Oase oder so kann man natürlich Palmen mit reinmachen. Aber viel besser wären natürlich Kakteen oder vertrocknete Bäume oder so. Aber all das ist natürlich hier nicht vorhanden. Das heißt, wir können auch hier nur mit Palmen arbeiten, was Bäumen angeht. Oder vielleicht so ein paar anderen Bäumen. Ja, die sind halt auch nicht richtig Wüste hier, ne? So richtige Bäume. Also das muss man mal halt schauen dann, wie man das handhabt. Also Wüstenpark ist definitiv viel, viel schwieriger als ein Strandpark. Aber wir nehmen natürlich die Herausforderung an. Ihr habt das gewotet. Wir machen es so gut, wie es geht. Ein Wüstenpark definitiv. Steine sind natürlich cool. Die kann man auf jeden Fall auch sehr gut in einem Wüstenpark gebrauchen. Und ja, ich denke, uns stehen hier beim Bauen sehr, sehr viele Probleme bevor. Aber genau diesen werden wir uns jetzt stellen. So, wir fangen an mit dem Bauen hier. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal einen Eingangsbereich machen. Im Endeffekt wird der Park ziemlich sicher auf einen Wildlife-Park hinauslaufen. Das heißt, dass die Dinosaurier sozusagen frei herumlaufen und nicht unbedingt in Gehegen eingesperrt sind. Ja, das ist einfach der Fall, weil man immer diesen blöden Grasrand da hat und ich den so gut wie es möglich vermeiden will. Und wenn ich weniger Zäune bauen muss, was ja der Fall ist, wenn ich so einen Wildlife-Park baue, desto weniger grüne Ränder habe ich. Das heißt, ich versuche möglichst wenig Besuchersachen zu bauen, aber auch nicht zu wenig natürlich, ne? Wir müssen halt solche bestimmten Bereiche machen, wo wir dann auch Gras hinmachen, weil ich werde hier zum Beispiel im Eingangsbereich definitiv Gras hinmachen, einfach weil hier viele Gebäude hinkommen werden und das scheiße aussieht, wenn man dann immer diesen blöden Rand da hat. Vielleicht können wir nachher auch noch natürlich hier ein bisschen mehr Sand einbauen und sowas, aber erstmal machen wir jetzt hier hauptmäßig Gras. Hier geht das Ganze einen Millimeter hoch, falls man das erkennen kann. Das habe ich gemacht, damit wir hier auf der Wasserhöhe sind. Weil ihr wisst ja, der Haupteingang, also der Ankunftsort, ist nicht auf einer Wasserhöhe. Was ich auch total doof finde. So haben wir wenigstens die Wasserhöhe, so kann man vernünftig arbeiten. Falls ich jetzt alles auf diese Höhe hier angehoben hätte, von dem Eingang, dann hätte sich, wenn ich Wasser platziert hätte, immer das Land erhöht, ein kleines Stück. Und das sorgt einfach für Probleme auf Dauer. Oh, Entschuldigung. Auf Dauer, wenn man hier Wasser bauen will in seinem Park. Ich versuche natürlich jetzt hier... Ja, die Frage ist, bauen wir jetzt mal wieder mit den beigen Wegen? Ja, komm, wir bauen jetzt mal mit den grauen Besucherwegen. Ich nehme ja irgendwie immer die beigen Wege. Versuchen wir mal hier so ein bisschen Variation reinzubringen. Und ich versuche natürlich immer jeden Eingangsbereich anders aussehen zu lassen. Hab ja auch schon von euch viele Parks eingesendet bekommen. Und habe viele Eingangsbereiche gesehen. Unter anderem sehr, sehr coole, muss ich sagen. Aber ich will das jetzt auch nicht 1:1 kopieren von euch, weil da waren einige bei dir mir super gut gefallen. Aber ich versuche natürlich auch immer was Neues, Eigenes zu erschaffen. Ist ja auch so eine kleine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Wir machen mal erstmal den Weg so breit. Das finde ich schon mal ganz cool. Und dann würde ich gerne so
um die Kurve hier gehen, glaube ich. Und dann vielleicht mit einer Einschienenbahn mal hier weggehen. Ich würde das natürlich gerne. Also ich hätte eigentlich die Idee gehabt, so eine, wie heißt denn diese, Jurassic Tour zu machen. Also dass man sozusagen hier rumgeht, in der Kurve sind ein paar Geschäfte und sowas. Vielleicht hier schon Gehege, ich weiß es noch nicht. Und dann wäre hier eine Jurassic Tour Station sozusagen. Und dann würde man die hier lang gehen lassen, so am Rand. Damit man natürlich, weil auch die Jurassic Tour hat ja diesen blöden Grasweg hier am Rand. Und dass man dann sozusagen den Eingangsbereich, also den richtigen Haupteingang, mal nach hier hinten verschiebt oder da anders hinten. Aber man kann leider nicht diese Strecke mit einer anderen Jurassic Tour verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt hier wie bei einer Einschienenbahn, wenn ich hier eine zweite Station jetzt hinbaue, ne, dann könnte ich hier nicht diese beiden Stationen miteinander verbinden. Das funktioniert leider nicht. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass es nicht geht, weil das würde einem auch noch einige Möglichkeiten geben hier zur Gestaltung. Aber das sind alles so Dinge, da frage ich mich immer, warum wird das nicht direkt implementiert? Weil das kann doch nicht so schwer sein. Das ist genau wie, es wurde ja der Sand eingefügt hier auf Isla Nublar. Aber es gibt auch noch ein Kies-Tool. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es auf einer Insel. Ich weiß gerade nicht den Namen. Und das haben die hier wieder nicht reingefügt. Verstehe ich überhaupt nicht, warum man einfach dann Sand einfügt und das andere Terrain nicht. Also keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich freue mich schon darüber, dass Sand überhaupt implementiert wurde. Ja, vielleicht kommt ja auch noch das Kies. Sollte ja auch jetzt vom Programmieren her nicht so schwierig sein, das auf dieser Insel hier zu implementieren. Vielleicht mit dem nächsten Patch. Ich hoffe ja. Hab schon gehört, dass daran gearbeitet wird oder dass in den Files gefunden wurde, dass bald Sandbox auf allen Inseln verfügbar sein soll. Darüber freue ich mich natürlich sehr, weil immer auf dieser Insel hier zu bauen, finde ich ein bisschen lame, weil die ist auch, ja, man hat sich halt schon so satt gesehen, ne, an dieser ganzen Umgebung. Und gerade für so einen Wüstenpark wäre zum Beispiel diese Sanctuary-Insel richtig cool gewesen, weil die viel, viel mehr dieses, ja, Sandfeeling vermittelt, was ja auch sehr, sehr cool ist. Ja, diese Rundung hier ist jetzt noch nicht die schönste, aber passt schon. Ich will hier auf jeden Fall ein paar Läden unterbringen am Eingangsbereich. Finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil wenn man in so einen zum Beispiel Freizeitpark kommt, hat man ja auch eigentlich als allererstes Toilette, irgendwelche Fressbuden und sowas. Weil wenn man eine lange Anreise hatte zum Beispiel, muss man auf Klo, hat man Hunger und so weiter und so fort. Ist ja eine ganz normale Sache so. Wir platzieren mal das Restaurant hier hin. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir dann hier noch so ein bisschen den... Machen wir mal. So, ich hoffe, wir kriegen gleich das kleine Stück da auch noch im Weg. Perfekt. Mal schauen, wie das gleich aussieht. Andere Läden müssen wir natürlich jetzt hier auch noch irgendwie hinkriegen. Ich versuche immer so Läden zu nehmen, die relativ gut passen von der... vom Eingangsbereich her. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Restaurant hier gemacht, weil man kommt hier rein und hat hier rechts dann direkt den Eingangsbereich. Als nächstes eine Bar, kann natürlich auch nicht schaden. Hat man was, wo man essen kann, hat man was, wo man trinken kann. Ist schon sehr cool. Okay Leute, das Geschäft ist fertig und ihr seht schon, ich habe den Weg jetzt doch wieder auf beige geändert. Ich habe es gerade mal ausprobiert und es sieht einfach um Welten besser aus. Deswegen werde ich diesen beigen Weg auf jeden Fall beibehalten. Das hier sieht nicht gut aus, das reißen wir ab. Ich dachte jetzt nur, das könnte cool aussehen, wenn man die so nebeneinander platziert, weil das dann fast so aussieht, als wenn das so, das hier die erste Haushälfte ist, das die zweite. Aber passt schon, machen wir hier weiter. Hier oben diese Rundung, die muss ich auch noch anpassen, den Weg hier so ein bisschen. Die hat halt eine andere, ja, Rundung so, das sieht nicht so nice aus. Jetzt müssen wir mal eben überlegen, was Sinn macht. Wir haben ein Restaurant, wir haben eine Bar. Eine Information gibt es nicht, ne? Ein Souvenirladen wäre natürlich noch ideal. Ja, warum nicht? Ich versuche den auch im ähnlichen Abstand zu machen wie das andere Geschäft hier. Macht dann in der Zeit, wo das baut, mal eben hier die Rundung ein wenig besser. Das Ausfüllen können wir gleich noch machen. Ich versuche jetzt die Rundung ungefähr genauso zu machen wie diese Rundung hier. Hier haben wir auch schon wieder irgendeine Kante im Weg. Keine Ahnung, woher die kommt. Aber damit habe ich mich mittlerweile abgefunden. Das Jurassic World Evolution, das halt manchmal macht. So, habe das Ganze jetzt hier fertig. Es ist nicht perfekt und so 100% ideal, aber viel besser geht es jetzt gerade nicht. Die drei Geschäfte sollten eigentlich fast reichen. Ja, der Plan ist natürlich dann später... Ich hätte es natürlich gern mit so einem Jeep gemacht. Wir könnten auch einfach einen Weg hier am Rand entlang führen. Aber nee, wir machen es mit so einer... Finde ich halt auch immer blöd, dass man so eine doppelte Einschienenbahnstation dann hier hat.
Ist halt schade, dass man nicht einfach an der hier weiterbauen könnte, rein theoretisch. Und den Eingang einfach verschieben könnte, irgendwo anders hin. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier einfach die Einschienbahn hin. Den Weg, den passen wir dann jetzt nochmal an, dass das hier gut in die Einschienbahn endet. Das heißt, man kommt im Park an und muss, um weiter oder tiefer in den Park zu kommen, auf jeden Fall mit dieser Einschienbahn hier fahren. Ich hätte es halt lieber mit Jeeps gemacht, weil ich das irgendwie passender finde, wenn man mit Jeeps durch die Wüste oder sowas gefahren wird. Aber es ist halt leider nicht machbar. Und deswegen machen wir es mir natürlich wie immer mit einer Einschienbahn. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das mit einer Einschienbahn den Eingangsbereich sozusagen, also oder vom Eingangsbereich einen Weg wegführen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Solange es gut aussieht am Ende, bin ich zufrieden. Ich weiß halt gerade echt nicht. Warte mal, Leute, ich mache jetzt mal Tag. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr lieber einen Tag-Nacht-Wechsel drin habt oder nicht. Aber ich habe halt immer die Sorge, dass man nicht so viel sieht. Weil seht ihr den Unterschied, wenn man Tag macht? Das ist schon krass, ne? Ich könnte mir halt vorstellen, dass es zum Zuschauen für euch auf jeden Fall angenehmer ist. Weil gerade weil auf YouTube viele Dinge immer noch um einiges dunkler sind. Aber das sieht doch schon ganz cool aus. Also ich feiere die Form irgendwie. Müssen halt nur gucken, dass wir das jetzt hier gut verpacken alles, dass das cool aussieht. Ja, da müssen wir jetzt viel mit Deko und so arbeiten. Lass mal hier hinter. Oh nein. Okay, Leute. Nächstes Problem an Jurassic World Evolution. Man kann im Nachhinein die Texturen unter Gebäuden oder an Gebäuden nicht überarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier Rasen haben will, müsste ich hier die Gebäude nochmal abreißen und neu platzieren. RIP. So, das ging jetzt zum Glück relativ gut hier. Ich habe einfach die Gebäude entfernt und konnte sie wieder in die Lücken sozusagen einsetzen. Gott sei Dank. Aber ich frage mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Also, ich kann euch nochmal das Problem schildern. Ist auch total dumm bei Deko-Elementen, ganz ehrlich. Weil, wenn ich jetzt hier auf den Sand einen Stein mache, ja, und dann mir im Nachhinein denke, irgendwie wäre unter dem Stein doch ein Steinboden viel passender und cooler gewesen. Da habe ich Pech gehabt. Ich kann es im Nachhinein nicht bearbeiten. Ich muss es immer davor machen. Könnt jetzt höchstens drumherum zeichnen, wie ihr seht. Also total dumm. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist halt super nervig. Das heißt, du müsstest jetzt wieder alle Steine abreißen, die du schon sorgfältig und schön platziert hast. Dann erst diesen Steinboden machen. Und dann könntest du Stein drauf machen. Und falls du dann sagst, oh, vielleicht hätte ich unter dem Stein doch wieder Sand gehabt. Ha, geht nicht. Müsstest du wieder den Stein abreißen und neu platzieren. Also total nervig und... Oh, das ist ein Herz. Zumindest so ein bisschen. total nervig, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird noch einiges gepatcht werden, weil es sind zwar viele coole neue Sachen reingekommen, aber die Art, wie sie reingekommen sind, ist einfach nicht ideal und nicht perfekt. Es sind einfach so viele Dinge dabei, die beim Bauen einfach ungemein stören und richtig nervig sind. Aber was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt hier zum Beispiel so einen kleinen Berg hintermachen. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache. Ich habe nur wieder echt Angst, dass wir viel Platz dadurch verschwenden. Aber ja gut, wollen wir jetzt nicht so sehr auf den Platz achten. Dieses Tool ist unter anderem oder übrigens sehr, sehr cool mit diesen Hilfslinien. Super praktisch, weil das Berge zeichnen und so immer sehr anstrengend war. Und diese Hilfslinien mit den Höhenanzeigen hier, die helfen wirklich sehr gut. Und man sieht jetzt zum Beispiel, das hier ist auf einer Höhe, das ist wieder ein bisschen höher und sowas. Das ist schon cool. Nice Sache. Gut, dass sie das eingefügt haben in das Spiel. Jetzt, wenn ich hier mit den Terrain-Tools male, dann ist das natürlich nicht so praktisch, dass die Linien da sind. Dadurch geht nämlich hier so ein bisschen die Übersicht verloren. Ich kann die auch gleich mal ausblenden. Aber von den Höhen her sind wir eigentlich gerade ganz gut dabei. Blende ich die mal kurz aus. Ich dachte auch eigentlich nur, dass die, wenn ich das Erhöhen-Tool benutze, zu sehen sind, diese Linien. Aber gut, sonst nicht weiter stören, wenn wir es ein- und ausblenden können. Jetzt die Frage, mache ich auf der anderen Seite, mache ich, denke ich, auch mal Stein. Ich mache dann vielleicht oben so ein bisschen Gras hin, denke ich mal. Und dann müssen wir gucken, dass wir einen gescheiten Übergang zum Sand hinkriegen. Wir müssen ja auch noch vielleicht mit ein paar Bäumen arbeiten, um das Ganze noch ein wenig zu verstecken und den Übergang ein wenig geschickter zu machen. Und dann vielleicht den Übergang nicht so ganz so heftig machen.
Man kann nachher auch noch mit Büschen das mit dem Gras ein bisschen verbessern. Hier oben so ein bisschen Gras haben. Da kommen dann noch Bäume und sowas natürlich hin. Die werden auch nochmal gut dazu beitragen. Könnt auch mit diesen großen Bäumen da drum herum arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen würde, wenn wir hier viele große Bäume hinmachen würden. Das könnte ich mir auch cool vorstellen. Okay, Leute, ich glaube, ich mache jetzt doch diese Bäume. Natürlich werden dann die Klippen hier ziemlich, ziemlich grün werden, aber das ist an sich auch nicht schlimm. Aber wenigstens haben wir dann einen guten Sichtschutz, weil das Problem an diesen Bäumen ist tatsächlich, dass die kann man auf jeden Fall dicht aneinander natürlich platzieren, aber die bringen halt immer, Büsche und Grünheit so mit sich. Seht ihr ja. Dadurch geht natürlich auch Klippe verloren. Aber an sich finde ich das schon cool. Das ist schon ein cooler Sichtschutz so. So im Hintergrund. Und vielleicht könnte man dann hier unten nochmal so ein paar Klippen und sowas oder Berge reinmachen. So als Deko. Damit das Ganze ein wenig bergiger aussieht. Das sieht doch schon ganz cool aus so, ne? Wenn man mal schaut. Also man sieht auf jeden Fall hier noch nichts von Wüste. Wenn man dann in die Einschienenbahn später steigt, dann kommt man hier rum und kommt mitten in die riesige Wüste, die dann noch hoffentlich vorhanden sein wird. Wir werden dann so Besucherstationen auf jeden Fall immer, wie bei unserem Wildlife Park und sowas, am Rand platzieren. Das heißt, hier wird so eine kleine Besucherstation kommen, wo dann wieder alles abgeschirmt ist. Und es ist halt wegen dem Übergang zu dem Sand immer blöd. Ich will halt wirklich, dass die Wüste möglichst groß bleibt und beibehalten wird. Deswegen werden die Besucherbereiche einfach sehr, sehr klein werden. So, ich habe das mit den Bäumen jetzt mal durchgezogen hier. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen was hin, damit das nicht so unnatürlich aussieht, dass hier der Übergang ein bisschen vernünftiger ist. Das sieht doch jetzt schon ganz gut aus, so aus der Besucherperspektive. Also man sollte als Besucher, wenn man hier reinkommt, erstmal nur nichts von der Wüste sehen auf jeden Fall. Weil man ist ja ungefähr immer in Besucherhöhe. So, auf dieser Höhe ist man ungefähr. Da sieht man dann nur so ein bisschen Berge. Klippen müssen wir gleich noch auf jeden Fall mehr machen. Aber es sieht schon ganz cool aus. Und dann geht man hier rum und in die Einschienenbahn. Da sieht man sogar nochmal den Vulkan oben. Finde ich nice. Hier machen wir definitiv noch ein paar Deko-Objekte hin. Kann man hier hinter auch noch was machen? Wäre auch cool. Die geht leider nicht. Oh, da ging es gerade. Okay, machen wir. Auch wenn das sich jetzt ein bisschen abgesenkt hat. Ist aber nicht weiter schlimm. Kommen einige Felsen auf jeden Fall hin. Dass es möglichst cool aussieht. Das sieht nice aus. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen mit dem Tool so ein bisschen mehr Fels machen. Dann können wir hier nochmal einen großen Felsen hinmachen. Dann sieht das vielleicht nochmal ein bisschen natürlicher aus. Sieht das schon recht cool aus, ne? So, I like it. Natürlich wäre es noch cool, wenn wir hier hinter noch so ein paar Felsen hätten, aber das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig. Das geht sogar. Hinter wahrscheinlich nicht, weil das hier sehr steil ist. Terrainbeschränkung steht auch da. Aber das macht doch nichts. Es muss nicht hinter jedem Gebäude was sein. Hier versuchen wir... Ah, wartet mal, ich entferne den nochmal. Und dann machen wir, bevor wir den machen, auch nochmal hier so ein bisschen mehr Klippen und Felsen. Das sieht aber schon cool aus hier, die Übergänge. Und der letzte Felsen, der kommt hier hin. Und cool. So, das sieht doch schon ganz nice aus. In die Mitte hier. Am coolsten wäre natürlich irgendwie was mit Wasser dahin zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte ja auch gerne schon Sand untergebracht, aber das ist, glaube ich, ein bisschen doof, oder? Machen wir noch ein paar Büsche. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben die ganz normalen. Welche sind das? Küstengebiet. Klippe, lebendig. Lebendig sind, glaube ich, die bunten. Klippe sind diese gräulichen. So ein bisschen. Die sind, glaube ich, somit die besten Büsche für die Wüste tatsächlich. Weil das so, ja, so ein bisschen totes
Gewächs ist. Können wir aber hier auch mal ein bisschen mit einbringen. Warum nicht? Oder? Ja, doch. Das passt. Hier bei den Klippen auf jeden Fall. Vielleicht hier vorne noch ein paar schöne Blümchen. Als allerletztes für diese Folge machen wir auf jeden Fall noch einmal kurz hier die Einschienbahn, den Weg hier raus. Da fahren wir am besten. Könnten auch andersrum fahren, aber ich glaube, hier rum ist schon nice. Weil ich will natürlich am Rand bleiben. Ich will, ja wie gesagt, die Wüste so wenig wie möglich kaputt machen. Und ich denke, wenn ich hier am Rand bleibe, ist das schon eine gute Sache. Weil das sieht jetzt halt so aus, wenn wir den Übergang, den machen wir nämlich jetzt auch nochmal eben, wenn wir den vernünftig machen hier, dann sieht das sogar so aus, als... den Zaun müssen wir noch machen. Oh, und wegen als letztes. Ich vergesse hier schon wieder alles. Wir wollen das Ganze ja natürlich einzäunen. Das ist natürlich auch nochmal eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob wir da den Zaun hier lieber nehmen. Wir nehmen lieber den Zaun. Ich glaube, ich nehme Elektrozaun. So, auch hier so nah dran, wie es geht. Und dann haben wir den ersten Bereich schon fast fertig. Hier ist natürlich jetzt schon Sand. Jetzt ist wieder das Problem, Leute. Wollte jetzt hier eigentlich noch Rasen haben auf dieser Seite. Und ich habe jetzt den Zaun hier schon platziert, den darf ich jetzt nochmal abreißen, weil ich jetzt erstmal Gras hier hinmachen muss und dann den Zaun bauen muss. Ist immer ein bisschen nervig. So, jetzt machen wir nochmal eben hier den Übergang so ein bisschen schicker definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Zaun verstecken will oder ob ich den so lassen will. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hier den Übergang noch irgendwie natürlich hinbekommen, dann wäre das schon ziemlich nice. Machen wir jetzt erstmal hier am Zaun entlang. Ich glaube, wir brauchen den halt echt nicht noch mit Bäumen oder so verstecken. Das passt schon. Hier sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Gras noch lassen. Wir können aber natürlich hier auch... So, passt das schon, denke ich. Machen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Wir müssen halt aufpassen später bei diesen blöden Säulen, dass die halt auch immer so ein bisschen Grasübergang haben. Das sieht ja schon ganz gut aus. Aber natürlich machen jetzt hier zum Beispiel die Klippenbüsche nochmal viel, viel weg. Damit kann man nochmal richtig guten Übergang machen, wie ihr seht. Also es sieht halt dann viel, viel besser aus hier, der Übergang. Kann man dann auch mal ein bisschen weiter reingehen. Zeichnen wir einfach mal einmal komplett hier so ein bisschen random am Rand entlang. Auch mal so ein bisschen reinzeichnen und so. Dann sieht das schon ganz cool aus. So. Damit haben wir unseren ersten Bereich fertig. Was ich noch nicht so ganz ideal finde. Ich habe auch schon gerade überlegt, ob ich nicht eventuell... Das können wir nochmal ganz kurz testen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge ist. Es ist lange her, dass ich so ein Projekt gemacht habe. Ob nicht hier Sand das Falsche war. Ob ich nicht hier lieber... Ich glaube, ich hätte hier lieber Klippe machen sollen. Also Palmen weg. Machen wir mal ganz schnell. Testen wir zumindest. Und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Und dann hier statt dem Sand Klippe mache. Ein bisschen. Ich glaube, das ist passender. Ich glaube, das sieht optisch besser aus. Ist natürlich jetzt gerade Regen am Start, aber das soll uns jetzt gar nicht so doll stören. Und dann würde man natürlich hier... Kriegt man den Baum hier rein theoretisch? Nee, leider nicht. Dann würde man natürlich hier keine Palmen nehmen, sondern andere Bäume. Na komm schon. Der braucht aber viel Platz. Da gibt es auch noch einen anderen Baum, der so ist. Naja, der hier. Meine Güte, wieso kann ich den denn hier nicht platzieren? Ist ja richtig schlimm. Dann mache ich den mal hier hin, den anderen Baum. So. Wir brauchen auch eigentlich gar nicht so viele Bäume. Weil wenn wir Klippen machen, haben wir den großen Vorteil, dass wir hier auch noch Felsen ins Wasser machen können. Was ja auch mal sehr cool aussieht.
Kriege ich hier noch was hin? Scheint nicht. Also man muss aber auch echt viel Abstand hier halten, ne? Ist ja schlimm. Dann platziere ich den nochmal einmal um. Und dann haben wir es. Mache ich den einmal so. Das finde ich cool. Also ich glaube, es sieht besser aus als mit Palm. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich kann natürlich sonst auch wieder die Palm dahin machen. Aber ich glaube, mit der Palm-Optik und so, das passt nicht so gut in diesen Bereich. Gehen wir hier noch einen Felsen hin. Tatsächlich. Cool. Okay. Damit ist der erste Part von unserem Wüstenpark geschafft. Wir haben natürlich jetzt hier noch nichts mit Wüste gebaut, aber ich habe euch natürlich die ganzen Probleme, die uns hier bevorstehen, erklärt. Aber ich denke mal, das ist ganz cool, weil der Bereich ist halt sehr abgeschirmt und dadurch geht, wenn man zum Beispiel hier ist, nicht die Wüstenoptik verloren und genau das will ich natürlich so handhaben. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare die Sachen, die ich euch gefragt habe. Zum Beispiel, ob ihr das gut findet, dass ich einen Wildlife-Park daraus mache oder ob ihr es cooler finden würdet, wenn ich einzelne Gehege und so mache. Und ich habe noch andere Fragen gestellt. Ich habe schon wieder alles vergessen. Aber Leute, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat und das Projekt gefällt, gebt mir auf jeden Fall ein Like. Das würde mich mega freuen. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.